Moin Moin, meine lieben Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, der Schansen, und heute spielen wir noch ein weiteres Spiel für die Loki-Quest, wollte ich gerade sagen, weil es da steht, für die Meta-Quest 3, und zwar geht's um Asgard Rust 2. Es gibt auch einen Vorgänger davon natürlich, wenn es der zweite Teil ist, den habe ich nicht gespielt, weiß auch gar nicht, worum es geht. Aber dieses Spiel ist gratis bei der Quest dabei, wenn man sie kauft, und deshalb dachte ich, gehen wir das zusammen an. Das ist der Anfang. Ich habe mal übersprungen, worum es im ersten Teil geht. Wer das wissen will, muss sich irgendein Video angucken, wo eins drin vorkommt. Ich fand das jetzt nicht so spannend. Ich habe es einmal angeschaut. Muss nicht sein. So, hier steht jetzt, habt ihr bestimmt schon gelesen den Text. Und wir folgen jetzt dem Pfad, den Loki uns hinterlassen hat, als das Universum auseinanderriss, um zu entkommen. Fortfahren. Es kann auch sein, dass ein Tutorial noch kommt jetzt. Ich weiß es nicht genau. Weiß eben, wie ihr zum ersten Mal jetzt sehe. Los geht's. Okay, wählt eure göttliche Gestalt, zeigt auf euer Abbild und wählt es aus. Naja, ein Weibchen oder ein Männchen? Ich bin natürlich selbst ein Mann, deswegen nehme ich auch den Mann. Okay. In Agis Halle lehrte euch Loki, dass man mächtige Steine erhält, wenn man Sterbliche... Weg ist der Text. Okay, das scheint die Halle zu sein. Oh! Das ist eine scheiß Steuerung. Okay. Meine Hände. Hallo. 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 Schon wieder am Tag träumen? Die redet Deutsch. Das ist ja cool. Lokis Rekrut. Wohl eher Lokis Opfer. Wie lange ist es eigentlich her, seit er euch hier drin eingesperrt hat? Keine Ahnung. Nun, wo auch immer Loki jetzt ist, er führt sicher nichts Gutes im Schilde. Aber was soll man machen? Wieder aufgefüllt. Aus dieser Taverne, diesem Gefängnis, gibt es keine drinnen. Nur die mächtigste Magie könnte ihr Siegel brechen. Greift und inspiziert das Ankh. Drück um. Gästebuch. Zeigt und drückt A. Oh, das sieht schon ziemlich nice aus hier. Fäden des Schicksals. Wie einst eine Taverne der Götter war, ist nun euer Käfig. Seht euch um und findet einen Weg hinaus. Greift und zitiert. Okay. X zur Schnellansicht. Ach, okay, X, um Schnellansicht zu schließen. Doch. Ein Ankh, ein Symbol des Lebens. Das kann ich nicht. Warte mal. Ich muss einmal die Steuerung ändern. Bin ich ganz fuchsig gerade hier. Kann ich hier auch rauskommen wieder? Zurück. Ah, okay. Gut, da, Einstellung. Dominant Hand rechts, Kontrollanzeigen, ja. Schwierigkeitsgrad, Kompass aktiviert, Kompass nach rechts. Okay, warte mal. Was ist das? Wurfrichtungsgrad, okay. Komforteinstellung, Standard. Bewegungstyp, Standard. Tunneling aus, Tunneling brauchen wir nicht. Integrale Drehung an. Ich will eine sanfte Drehung haben. Perfekt. Wackeln an. Ja, warum nicht? Was gibt es denn noch für Einstellungen hier? Benutzeroberfläche. 90 Hertz deaktiviert. An. Wir lassen es an. Verbesserte Renderfunktion an. Lassen wir auch an. Wenn sie verbessert ist, kann es ja nicht schlecht sein. Gut. Dann gehen wir zurück. Oh, hier gehen wir raus. Ja, das nenne ich noch eine feinere Drehung. Und jetzt? Greift und zieht das Ankh. Was passiert? Da ist ein neuer Gott oder was ist gekommen? Ach, die sind alle jetzt hier, okay. Tür. Achso, ich muss halten, okay. Sucht ihr noch. Tor, der Sohn. Odins und nordische Gott des Donners wird in den Welten für seine Stärke. Ach, okay, ist ein bisschen. Ja, wenn man will, kann man sich ein bisschen die Geschichte jetzt durchziehen. Wir gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ist alles Figuren hier, oder? Lustig. Okay. Sucht ihr noch immer einen Ausweg, kleine? Kann ich da rauskommen? Oh, kann ich rein. Kleine Figuren. Kann ich auch nicht nehmen. Okay. Oh, da ist ein Messer.
kann ich auch nicht nehmen. Ist ja verrückt. Wer bist du denn? Oh, guck mal, ein kleines Äffchen. Hallöchen. Die Münze kann mir auch nicht geben, okay. Gut. Ich glaube, hier kann ich gar nichts machen. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Gut, da oben geht es auch noch hoch. Gucken wir da oben mal. Da liegt noch so ein... Da liegt noch so ein Ding hier. Was kann das denn? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bewege mich. Es ist alles dunkel. Eieiei. Es zerriss den Schleier. Wer ist er denn? Huch. Hab mich entdeckt. Hallöchen. Was ist da jetzt passiert? Oh, ich fliege. Okay, das Kreuz kann ich nicht nehmen. Nee. Was mache ich? Oh nein, 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 nein. Boah, da wird ein bisschen schwindelig hier. Da ist ein Schwert. Das nehmen wir. Okay, ich habe ein Schwert. Oh. Und, oh. Achso, okay. Ich kann so ein bisschen dashen. So hin und her. Also Schwert schwingen? Okay. Oh. Ist auf den Kopf. Alter, ist das groß. Schnell weg hier. Was macht er? Oh, durchgedasht. Man kann so durch die. Okay, was macht er jetzt? Ah, okay. Ah, guck mal, hast du dich erwischt, wa? Federviech, ey. Boah, Alter, guck dich das Viech an. Ganz groß. Grafikstil hat so ein bisschen WoW-Charakter. Ich kann nicht sprinten. Okay, also noch die Hälfte des Lebens. Oh, nee, da kann ich nicht durchdashen. Will ich leben, okay. Ich habe eine Waffe gegen den Himmel gehalten. Jetzt habe ich eine Superwaffe oder was? So ein bisschen wie He-Man. Wasser geknallt. Oh, ich muss aufpassen. Ich komme bestimmt irgendwie wieder hoch. Okay. Oh, ja. Jetzt will er es wissen. Oh. Okay, ich konnte nichts mehr machen. Alter, was für ein Viech. Ganz ehrlich. Das war ein cooler Kampf. Das ist mal ein cooler Kampf. Kann ich ein Schwert kriegen? Nein. Und das Viech kann ich auch nicht mehr. Das kriege ich auch nicht. Shit. Yeah, beide Daumen nach oben. Ich gehe unter. Na gut. Das ist natürlich cool, ne? Jetzt kommt die Schrift von Sanzaro Games. Okay. Brass. Okay. Brass. Drück A zum Fortfahren. Hab ich doch. Okay. Gib mir Geschichte. Erlebt die Geschichte mit weniger fordernden Kämpfen? Erlebt das einfach mit ausgeglichenen Kämpfen? Ja, okay, machen wir die. Etwas Bewegung. VR versucht bei mir manchmal Übelkeiten? Nö. Ich versuche bei mir selten Übelkeit, ich brauche keinen Türenling.
Ich will ohne HUD komplett immersiv spielen. Was heißt denn das? Das heißt, ich sehe rundherum nichts. Nee, das will ich erstmal noch sehen. Ich will noch sehen, meine Status und Sachen. Ist ja auch für euch ganz nett zu sehen, wie viel Leben ich noch habe und alles. Da bin ich wieder im Wasser. Wir brauchen eine Wächtergottheit. Das Gewebe des Universums verlangt es. Oh. I'm shaking hands. Dieses merkwürdige Kind? Nein. Solche Angst vor neuen Anfängen, Schwester. Wir haben keine Wahl. Worum geht's? Ihr wie wir gehört keinem einzelnen Reich. Lasst die Fesseln eurer Vergangenheit los. Ihr seid aufgestiegen. Lasst uns euch eine kühne neue Form geben. Bitte? Um Loki zu treffen und alles zu retten, das war und alles, das sein wird. Boah. Ist Gott hell. Was müssen wir jetzt machen? Dunkelheit. Wir haben viele Dinge gesehen, wurden bei vielen Namen genannt. Nornen. Meuren. Schicksalsschwestern. Ich hab schon wieder die blöde Steuerung, warum? Wir sind... Sorry. Ich muss noch mal rein, ich kann so nicht steuern, das geht nicht. Warum hat er das wieder angemacht? Nervig. Die Weberinnen. Ja, ist besser. Die Fäden von Zeit und Raum verbinden. Und ihr seid jener, der Loki zur Flucht verhalf. Nachdem wir den Faden verloren. Lokis Plan ist bereits im Gang. Er gefährdet das Gewebe des Seins selbst. Genug. Wir werden dem Faden folgen. Was euch angeht, spürt ihr es? Eine neue Prophezeiung. Eine, die nur ihr erfüllen könnt. Loki kennt euch. Er unterschätzt euch. Findet ihn, haltet ihn auf, bevor es zu spät ist. Schwester? Macht sie? Oh, stich am Abgrund. Folgt dem Faden, den Loki hinterlassen hat. Findet Loki. Findet Loki. Als er einen Riss im Universum öffnete, um zu fliehen. Ihr wisst bereits, wohin es führt. Findet Loki. In Ägypten. Ägypten? Ich sehe heiß aus. Nein, gehen wir mal da durch. Suche in Ägypten nach Loki, indem ihr über die Lichtbrücke geht. Initiationsritus Sage 1. Wo ist er denn? Entschuldigt? Ah, ich finde es gut, dass es auf Deutsch ist. Also deutsch synchronisiert. Die Wachen werden nicht lange schlafen. Jetzt oder nie. Rein grafisch ist es. Man ist natürlich anderes von Konsolen gewohnt, aber. Na schön, Abraxas. Das sieht nicht schlecht aus hier so. Du schaffst das. Also man muss sich das ja vorstellen. Ich gucke es ja alles in 3D. Ihr seht das ja flach. Flach wirkt es ja nochmal ein bisschen. Muss ich mal sagen. Oh, was macht er denn? Ich bin nur hinter ihm, ich kann nichts machen gerade. Oh, das war gerade lästig mit seinem Schild. Da kann man mal Wände laufen. Ah. Ist ja ein cooler Typ. Keine Herausforderung für mich. Oh.
zu früh gefreut. Man hat schon drauf. Er hat's wirklich drauf. Das sieht auch schon imposant aus, ne? Also ist es wahr. Die Sonnenscheibe lag die ganze Zeit hier verborgen. Nun, teilweise. Ich muss wohl den Rest finden. Vergebt mir, Bruder. Es ist für einen würdigen Zweck. Macht er jetzt einen auf Indiana Jones? Ja. Oh, zu früh gefreut. Sehr würdig. Guck mal die Füße an, da sieht man, dass nur eine Textur ist, ne? Also gar nicht geformt, da ist eine Textur drüber. Aber okay. Wer ist das? Segment! Vorsicht, Sterblicher. Ihr verletzt euch noch. Ihr solltet euch sorgen. Dieses Schwert hat besondere Macht. Vielleicht. Aber der es führt, ist ganz gewöhnlich. Oh, Scheiße. Das war eine Riesengöttin. Nun gut, das ist die Einführung gewesen. Chaos. Chaos ist der Beginn. Immer. Immer. Die natürliche Unordnung. Lokis Ordnung. Der Beginn vom Ende. Um ihn aufzuhalten. Ihr müsst ihn aufhalten. Benötigen wir einen Punkt. Hoffnung. Okay. Tödlichen Angriffen ausweichen. Tödliche Angriffe sind an einem auffälligen roten Effekt zu erkennen. Diese wirkungsvollen Angriffe können nicht geblockt oder pariert werden. Okay. So, bin ich einfach dran zu spielen jetzt hier? Nee. Ach, da unten bin ich. Nee. Yes. Dieser sterbliche Abraxas trägt dieses Licht. Er führt es gegen die Götter selbst. Es wird den Stein der Hoffnung offenbaren. Den Stein der Hoffnung. Stein der Hoffnung. Um ihn zu finden. Um Loki zu finden. Müsst ihr mit diesem Sterblichen Sterblich. Reisen. Bevor sein Licht. Sein Licht. Für immer. Für immer. Was machen wir denn? Jemand hier? Ja, ich. Erschlagt mich ruhig. Ich bin der Dieb, der in euren Tempel eingedrungen ist. Ignoriert seine Worte. Seine Seele ruft nach euch. Es wird alles beginnen, statt ihr eure Hand aus von ihm besitzen zu Haltet LG gedrückt und zieht das Ziel heran. Was ist das für eine Macht, die sich wie Schlangen durch meine Adern windet? Okay, das ist ein Kompass. Haltet X gedrückt, um auf eure Karte zuzugreifen. Ah, okay. Okay. Zurück. Drückt A zum Rüberspringen. Das machen wir mal. Nehmt das Schwert. Das nehme ich gerne. Okay. Okay, da habe ich ein Schwert. Hinten rechts. Okay. Hacksilber. Wie cool ist das denn? Okay. Meilenstein freigeschaltet.
noch irgendwas von dem Leben gehabt? Was ist das? Nichts, okay. Schwingt euer Schwert, um die Barrikaden zu durchdringen. Mit einem Schwert. Warte. Schwerts. Okay. Er greift den Ring zur Schnellreise. Achso, dann brauche ich die Treppen nicht hochgehen. Ach, das ist bestimmt für die, die so Motion Sickness haben. Die können das nicht so. Da ist eine Kiste. Oder was ist das? Yes. Okay, kann ich da reinstecken. Okay. Das ist wie bei Half-Life so ein bisschen. So, müssen wir da hin? Wahrscheinlich, ne? Meine Axt außer Reichweite natürlich. Aber diese Ranken aus Macht fühlen sich an, als seien sie mit ihr verbunden. Als könnte ich einfach danach greifen. Okay. Und dennoch nicht die größte Überraschung heute. Die Axt ist Abraxas stärkste Fernkampfwaffe. Jetzt kommen wir der Sache näher. Sonnenscheinfragment von Atum. Müssen wir hin? Lederreste. Ein bisschen darüber, da hinten müssen wir hin, okay. Okay, laufen kann ich jetzt nicht so. Ach so, es ist eine Ausdauer, die läuft nicht immer. Sonnenfragment von Atom. Der Weg hinaus führt durch die Sonnenscheibe, die er bei sich trägt. Okay. Das hat einfach mal einfach die Tür aufgemacht. Der Schlüssel zur Freiheit. Ich frage mich, wie ich dafür bezahlen werde. Schauen wir, wie es weitergeht. Es ist schon ganz geil, hier rumzulaufen. Es fühlt sich echt gut an. Also Leute, glaubt ihr gar nicht, aber es fühlt sich echt gut an. Ziel abgeschlossen. Fahrt mit dem Aufzug nach oben. Hinter. Ist das eine Tür? Ah, okay. Hallen des roten Sandes. Was ist das denn hier? Ich hege keinen Groll gegen euch. Oh, was ist das denn? Wirklich? Ich kann sehen, wo sie am schwächsten sind. Nur ein Schlag oder zwei auf die Schwachstelle und es ist sofort tot. Schwachstelle? Kann man was einsammeln. Das fliegt auch so hin. Ich habe nur 46 Leben noch, aber ich habe doch so ein... Ich hab doch so ein Dings gehabt hier, warte mal. Nee, warte, ich hatte doch irgendwo. Irgendwo habe ich doch hier so einen Trank aufgenommen. Inventar vielleicht? Da. Ah, auswählen. Kannst du die Rühre nehmen? Nee. Ach so. Ah, okay. Wie kann ich es benutzen? Irgendwie, wie man Getränk nutzen kann. Nee, das geht damit nicht. Warte mal. Okay, auf den linken Stick drücken. Entschuldigung. Also auf den linken Stick drücken, dann kann man das benutzen. Okay. Die Axt nehmen und mal zeigen, was wir können. Okay, jetzt die Tür auf. Da oben ist noch eine Truhe, die sollten wir uns noch holen. Ist da noch ein Getränk drin? Nee. Irgendwas zum Schmeißen? Okay. Ist hier was drin? In diesen Kisten? Und in dem? Nee. Auch nicht. Der Hebel auf der anderen Seite der Kluft. Komm ich da hin? Ziel ist in der Wüste.
Was zeigt er mir an? Kann ich da gegenlaufen oder was kann ich da machen? Ah, warte mal. Ah, drücke zum Maul auf A, ah, okay. Okay, das ist easy. Oh, Entschuldigung, das war laut, glaube ich, ne? Gut, drücken wir diesen Knopf hier. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Da unten leuchtet ein Getränk. Schauen wir mal. Kann ich hier nicht runterspringen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nichts laufen. Okay. Jetzt hier irgendwo runter. Ich kann da drüben rüberlaufen, ne? Huch! Ihr seid nicht die Einzigen, die stechen können. Danke. Sind wir von da gekommen? Von da gekommen, ne? Na gut, lass uns einfach hier rüberlaufen und alles grasen. Und hier vorne noch so ein Getränk hier unten. Krieg ich so nicht. Kann ich da runtergehen? Ach so, Schnellreise nach unten, okay. Noch mehr? Nee, kann ich aber auch hochklettern theoretisch? Ah, es geht auch, okay. Okay, das geht auch, das ist natürlich gut. Da drüben war eine Tür und hier war auch eine Tür. Jetzt die Frage, ich gehe erstmal die Tür da drüben rüber nochmal. Da waren wir noch nicht drin. Gucken wir mal. Das steht wieder raus hier. Was? Ist hier noch irgendwo so ein Ding? Weil ich komme ja nicht rüber. Ach da. Perfekt. Goldene Maske plus 1. Warte mal, kann ich die einsetzen in meinem Dings? Ne, ich habe keine Rüstungssachen, ne? Das habe ich. Das habe ich. Okay, ja, okay, kann man noch nicht. Schade. Also man könnte vielleicht das irgendwie benutzen als Maske oder so. Oder als Schutz. Und das geht anscheinend nicht. Gut, dann geht's mal weiter. Los geht's. Coole Sache eigentlich. Ach du Scheiße. Dachten die Götter wirklich, dass mich das aufhalten würde? Ich weiß nicht, es sind aber schon fiese Waffen. Fallen. Das erinnert mich so ein bisschen. Den schönen Prince of Persia, ne? Wie komme ich da denn hin? Muss irgendwas zum Werfen geben. Also ein Symbol oder sowas, ne? Warum? Nee. Das ist schon ganz geil mit der Axt. Ich sehe nichts, wo ich werfen kann. Schade. Es muss ja aber irgendwas geben, weil sonst kommt man ja nicht zur Ruhe. Und dazu durchgehen kann ich nicht einfach. Okay, das habe ich nicht. Das war richtig dumm gerade. Machen wir den hier mal. Bist du hinten hingeflogen wieder? Wieso bin ich gestorben? Nein, oder? Oh, anscheinend schon. Weiß nicht. Gut, dann geht's, lass uns hier mal weitergehen. Also treibt es noch heiß aus. Mit göttlichem Schutz wird eure Stärke die seine. Göttlicher Schutz. Erlangt göttlichen Schutz, indem ihr die Kristalle trifft. Keine Unsterblichkeit, aber er bekommt einen Hauch von dem, was er zum Überleben braucht. Ach, guck mal. Zum Überleben.
Wie geht er jetzt da auch weg? Ja, die sind auch da weg. Ja, gut, dann holen wir uns das nochmal schnell. Ja, schon frei gemacht haben. Noch eine Maske. Huch. Das geht die schon leichtgängig, die Steuerung. Die geht schon richtig rein ins Blut. Macht schon Laune, muss man sagen. Also ist schon cool. Nie werde ich es lernen. Und wer schlecht hinwenden soll. Oh, das ist wieder ein Heilgetränk. Muss man echt immer jedes Mal? Das ist ja blöd. Ich muss es jedes Mal auswählen, dass es denn auch da bleibt. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Na gut, und dann kann man es nehmen und dann hinten das. Aber ist schon leicht blöd, oder? Gut, ich glaube, hier geht's raus, ne? Genau wie die andere Tür. Genau, mit dem Sonnenfragment. Ah, Fahrstuhl. Aha. Nutzen wir den noch. Wie los in der Wüste. Fahren wir den Aufzug nach oben. Das machen wir jetzt. Ach du Scheiße. Was ist hier denn los? Die Götter machen keine halben Sachen, nicht wahr? Und was ist das für ein seltsamer Altar? Oh, was ist ein Gegner jetzt hier? Dem Sterblichen, wer ihr seid. Ihr müsst zum Götteraltar gehen. Sobald ihr beide Hände auf den Altar. Okay, habe ich. Jetzt? Y gedrückt halten. Wo ist Y? Hier? Und fühlt es sich wieder neu an? Ihr erinnert euch. Ach, Quatsch, das ist der Raum, bloß im Mini. Ich hab mich verlassen. Ich fühle mich schwer. Ach, guck mal, dann stehe ich ja. Göttliche Sicht. Dann das ist natürlich cool. Vor euch vorhersagen. Und sehen, was nicht gesehen werden kann. Was sollen wir denn machen hier? Achso, warte mal. Greifen. Grundlegende. Was kann ich denn machen? Hierher platzieren. Achso, okay. Ihr habt einen Weg für mich freigemacht. Aber ich kann mich kaum bewegen, um ihn zu erklimmen. Euer Sterblicher wird ohne euch gehen. Wird er nicht. Doch trotzdem braucht ihr ihn. Okay. Was muss ich denn machen? Kann ich wieder klein machen? Ihr seid zurück. Ah, okay. Also braucht ihr mich doch. Ah, guck mal. Scheinbar sind wir Fluchtpartner. Jetzt können wir hier hochgehen. Und hier muss ich dran ziehen, hat er gesagt. Okay. Ach, guck mal, jetzt ziehe ich das da hoch. Große Objekte bewegen, aber keinen einfachen Seilzug? Ihr müsst eine Gottheit sein. Wer sonst hat solche Macht und solche Grenzen? Seht, ihr habt euren Bruder Atum geweckt, aber er gewährt euch trotzdem keinen Ausweg. Ich kann wieder groß werden hier, okay. Für ihn ist alles neu und seltsam. Kehrt zu eurer göttlichen Gestalt zurück. Hab ich schon. Wenn ihr nach draußen gelangen wollt. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der die Götter verärgert hat. Okay, da kommt er nicht hoch. Den mal wieder runternehmen, da? Kann ich den dann noch mal da oben raufstellen? Nee. Wo ist er? Ach, da ist er wieder unten. Okay. Was muss man denn hier machen? Sollen wir die Gewichte da raufstellen? Guck mal, das geht auch. Hey, warte mal, gib mir das Gewicht auch nochmal. Ist auch da oben raufstehen? Das bringt gar nichts. Dann nehmen wir das nochmal weg. Und stellen hier oben rein. Jetzt können wir hier oben jetzt raufstellen noch. Das ist das Symbol, das wir gerade eben schon hatten. Worauf er zeigt. Aber mehr Gewichte habe ich ja nicht. Ah, ihr habt es geschafft. Ach so, der hat die angezeigt und jetzt muss ich versuchen, die mit den Gewichten zu bekommen. Okay, warte mal, da habe ich eine Idee. Das ist zu viel, okay. Warte mal, ist mit den hier noch? Dann nicht.
noch besser. Okay, die haben wir auch. Aber dieses Ding hier. Aufstellen. Göttliche Artefakt zum Wachturm gesendet. Okay, das wollte ich nicht. Na gut. Jetzt müssen wir das blaue Ding da bekommen. Dann setzen wir auf den kleinen da. Hier oben rauf. Und hier nehmen wir dann den großen weg. Guck mal. Ihr habt es. Ich hab es. Okay, ich kann es runterdrücken. Löse das Rätsel, das haben wir gemacht. Sucht weiter nach einem Weg an die Oberfläche. Gehe ich wieder runter zu dem kleinen Mann, der kann jetzt überall hinlaufen. Zumindest können wir da... Ja, jetzt können wir uns da die Truhen mal holen. Das machen wir schnell. Hacksilber. Aber noch eine Truhe, ne? Huch! Oh, es kommt doch ein... Oh, scheiße! Kann ich treffen. Also schön, ihr Halunken. Bereit für etwas Übung? Perfekt. Wow, wie kann man zerkleinern? Penner. Ich spürte eure Stärke. Wie ich sehe, seid auch ihr kein Freund von Seth. Okay, haben wir alles irgendwie gesammelt. Da haben wir was. Gut, das war mal... Kurzer Kampf, aber wir haben auch kaum Leben verloren. Beziehungsweise ich gar nicht, ne? Ich glaube, 70 hatten wir auch schon vorher. Perfekt. Alter, macht das Laune. Ich glaube, hier gehen wir jetzt weiter. Ziemlich cool gemacht, also auch die Kämpfe, die sind richtig. Du merkst so richtig Vibrationen in diesen Controller. Echt gut gemacht. Mein Gott, bin ich begeistert. Kranker Scheiß. Gebiet entdeckt, Hallen des Flusstals. Die Götter spotten mir mit Schätzen, die jenseits greifbarer Nähe für mich sind. Aber vielleicht nicht alle. Ja, wenn man jetzt guckt, also das sind echt mal platte, schlechte Texturen, ne? Aber für ein Spiel, was eigentlich nur... Für ein Spiel, was eigentlich nur, wie kommen wir denn da hin? Da ist so ein... So kriegt man einen Heiltrank. Geil. Für ein Spiel, was wirklich nur auf dem Standalone-Gerät läuft, ist es schon bombastisch. Ich werde mal ein Spiel von Steam hochladen in VR. Könnt ihr auch mal sehen. Dann könnt ihr Vergleich mal sehen. Also es ist wirklich bombastisch, was für Vergleich da gibt. Das werde ich euch mal zeigen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das Spiel ist, also das Gerät ist natürlich teuer hier. Es kostet jetzt hier 449 oder 500, glaube ich. Im Angebot war das jetzt. Ja. Ist natürlich viel Geld für so ein Gerät, aber wenn man auch die PC-Spiele mitspielen kann, ist es natürlich optimal. Okay, jetzt kommt Gegner. Alter, das ist eine Scheiße. Meine Batterie geht langsam zur Neige von meinem Gerät. Aber wir machen auch gleich schon die Pause, die nächste. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ah, es ist schon echt cool. Schon echt mal Laune hier, da. Dieses Rumgespringe und Gefiebe hier, das ist schon... Das hat schon was. Oh, gehen wir nochmal schnell da rüber und holen das. Weiß nicht, was man mit den ganzen Sachen machen kann, aber irgendwas kann man bestimmt noch machen.
kommt noch. Oder hier? Uiuiuiui. Ach, guck mal, da ist so ein Truhe unten. Müssen wir erstmal rüberkommen, warte mal. Oh Gott. Jetzt einmal das hier drüben holen. Oh. Shit, ich hab fast kein Leben mehr. Der hat mich kalt erwischt. Hm. Lass mal schnell ein bisschen Leben geben hier. Ach so, die hat er da drin. Okay, das ist natürlich gut. Noch einen. Diesen Geschmack mochte ich noch nie. Ja, richtig viel Leben gibt uns auch nicht, ne? Nur so nebenbei. Schnellreise. Nein! Achso, okay. Ich bin echt gestorben, denn. Gut. Ja, das war doch schon mal imposant. Da sind wir doch gekommen, ne? Das wird wahrscheinlich hier oben längs. Gehen erstmal hier längs. Scheint irgendwie ein Speicherpunkt zu sein. Können wir irgendwas machen? Kann ich nicht. Okay. Gut. Oh, da ist auch noch was da oben. So schnell. Perfekt. Nein. Ich habe alles für die Scheibe gegeben, um hier reinzukommen. Hoffentlich gibt es noch eines in der Nähe, damit ich rauskomme. Skarabäus-Scheibe von Antub, die haben wir nicht. Gut. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ob ihr da Lust habt, davon mehr zu sehen. Mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.